Okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Was? Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ja, ich habe ein paar Raumschlachten hier gemacht und ich glaube, ich habe irgendwie so herausgefunden, wie das hier so abläuft. Ne? So, erst einmal, je nachdem, was für ein Charakter ich spiele, scheinen sich die Ziele hier zu ändern. Weil bei den Raumschlachten ist das ja so, du gehst in der Raumschlacht rein, ne, und dann tun ja so zwei Seiten gegeneinander kämpfen und du schließt dich einer an, ne? Und die Seite, die man sich anschließt, hängt von dem Charakter, den man spielt, habe ich gemerkt. Und zwar, wenn ich einen guten Charakter spiele, dann schließe ich mich den Rebellen der Republik und dem Widerstand an. Und wenn ich einen bösen Charakter spiele, dann schließe ich mich dem Imperium, den Separatisten und die Erste Ordnung an, ne? Und so bin ich dann irgendwie so abgegangen. Ich bin dann irgendwie so hier, hab ja so geguckt, so, ah, vielleicht muss ich mich der richtigen Seite anschließen, um bestimmte Schiffe hier zu spawnen, weil ich bin meistens immer mit guten Charakteren unterwegs, deswegen macht es Sinn, dass ich den Todesstern 1 und 2, die Handelsföderation und sowas alles hier freigeschaltet habe, ne? Ich habe Basis 1 freigeschaltet, was ja hier ein Schiff von dem Widerstand ist, also habe ich gedacht, ah, vielleicht habe ich irgendwann mal einen bösen Charakter gespielt und habe irgendwie die erste den Widerstand kaputt gehauen, dann ist deren Schiff gespawnt. Und ja, nach der Logik bin ich dann jetzt hier nach Geonosis oder Tatooine. Ja, ich war erst auf Geonosis und dann bin ich auf Tatooine gegangen und habe geguckt, so, oh, ich gehe jetzt mal mit einem bösen Charakter hin, dann kriege ich bestimmt irgendwie so ein Schiff von den Rebellen oder so, ne? Aber das hat irgendwie nicht so funktioniert. Also hier ist trotzdem ein neues Schiff aufgetaucht, aber irgendwie hat das keinen Sinn gemacht, weil ich bin jetzt hier mit einem bösen Charakter unterwegs, ne? Und ja, keine Ahnung. Den imperialen Streitkräften entkommt niemand. Jäger, vernichtet den Verräter. So, jetzt hat keinen Einfluss. Den Verräter, wie könnt ihr es wagen? Ich puste dich weg. Executor, das ist doch die, das ist doch persönliche Schiff von Vader, ne? Wenn ich mich nicht irre. Irgendwie ironisch, dass wir jetzt hier mit Vader durch die Gegend fliegen und das kaputt hauen, ne? Ist ja keine Ahnung. Wow. Ich wollte das hier mal. Ich wollte das hier mal fertig machen mit den Großkampfschiffen, ne? Dass wir auch mal über die abgeschlossen haben, ne? Und ich dachte, ich habe irgendwie die Mechanik davon irgendwie herausgefunden, aber anscheinend nicht, ne? Weil ich habe hier gegen Rebellen gerade gekämpft oder gegen die Republik. Gegen die Guten, ich weiß nicht mehr gegen welchen. Jedenfalls gegen Gute habe ich gekämpft gerade. Und dann ist jetzt hier die Executor gespawnt. Also das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert immer noch, aber okay. Jetzt nehmen wir mal mit Vader sein eigenes Großkampfschiff auseinander. Ne? Müssen halt mal testen, ne? Er muss mal sein eigenes Großkampfschiff testen, nehme ich an, ne? Oh ja, okay, gut, meinetwegen. Hab so ein neues Schiff, mal endlich. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es gibt gar keinen ganz normalen Sternzerstörer. Das finde ich irgendwie nicht so toll. Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Für die es nicht wissen, ich will einen Real-Life, ich will einen echten Sternzerstörer, einen echten Lego-Sternzerstörer noch besitzen, ne? Ich habe mir gedacht, ah, vielleicht kriege ich den hier endlich mal, ne? Aber ne, anscheinend nicht, ne? Hier gibt es nicht mal einen normalen Sternzerstörer. Es gibt nur einen Mikro-Sternzerstörer durch diese Mikro-Kits leider, aber ja, die finde ich nicht so dolle. So, hier werden die Dinger wenigstens ich puste dich weg. Hier werden die Dinger wenigstens
gründlich angezeigt, ne? Damit ich die halt finden kann. Ja, das Schiff ist auch ein bisschen größer, also ist ein bisschen übersichtlicher, habe ich so ein Gefühl, ne? Naja, bei der Handelsföderation, bei dem Schiff, unsichtbare Hand oder was auch immer, war hat ja richtig nervig gemacht. So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, nachdem ich jetzt gesagt habe, ne? Da natürlich wieder jetzt hier. Ihr werdet diesen Tag noch bereuen, nicht wir. Macht euch also besser bereit, gleich damit zu beginnen. So. Jeden Moment los. Jeden Moment. Wir sind schon fast da, ne? So, wo fehlt mir denn hier schon wieder irgendwo was? Ich mach von euch kalt machen. Ich komm gerne hier. Ich glaube nicht. Das Ding ist voll riesig. Ja. Sieht irgendwie größer aus als der Todesstern. Alter, warum treffe ich euch nicht? So, wo fehlt mir schon wieder? Ich kann mir ihre dämlichen Disse wieder anhören die ganze Zeit. Ah, ich muss sogar ein paar erledigen, alles klar. Wo seid ihr? Ja, ihr müsst schon ein bisschen näher kommen, damit wir auch treffen, ne? Jetzt habe ich dich. Ich höre die ganze Zeit nur so Trash Talken, aber ich sehe nirgendwo. Ja, komm, ich fahr jetzt mal näher ran. Ja, indem ich das Ding kaputt gemacht habe, ist das Ding in die Luft geflogen. Alles klar. Rainer in die Executor kann übernommen werden. Das muss so merkwürdig sein, wenn jetzt hier, wenn jetzt Darth Vader sein eigenes Schiff hier kapert. Ah, vielleicht ist ja auch irgendwo der Wookiee hier, ne? General Rufflin. So, warum ich jetzt hier C3PO dabei? Im Namen des Imperators. Ich war jetzt so weit von runtergesprungen. Wir euch vernichten. Mein Gott. Ihr kennt nicht die Macht des Imperators. Was ist das? Kann ich das machen? Hier sehe ich die Verstärkung, alles klar. Ein Geschütz. Oh. Das ist kaputt gemacht, du blöde Sau. Dies widersetzt sich mir. Das war ohnehin mein schwächster Trumpf. Also, mal sehen, wie ihr gegen meinen zweitschwächsten Trumpf abschneidet. Mein Gott, jemand anderen hier, ey. Ja, 500 erste passt. Oh, was zum, was war da gerade? Ich finde euren Mangel an Glauben beklagenswert. Was weiß der, er ist auf Deutsch. Alter, könnt ihr aufhören, mich zu schubsen? Oder 30, gehe ich hier hinter. Ihr seid näher, als ich erwartet hatte. Ich habe nicht sehr viele Männer. Hoppla, hab sie! Wo kommt der raus? Mal einfach von mir geflogen. Ist das meiner? Das ist meiner, ne? Hör auf mal, mich jetzt und meine Kollegen. Wow. Ich glaube, die Stimme weiß, was los ist, ne? Du liebes Chandela Sternbein, ich denke, es gibt jetzt nur noch eine Option. Holt TT2005. Was ist das denn? Ich muss weg. Oh mein Gott. Ich muss sagen, alles passiert. Ich hab gerade gehört, den dummen Nudeln. Also, ich tu die Mauern wieder aufbauen.
Danke. Ich will dieses Schiff. Das ist bestimmt die Origin Story, wie Vader zu seinem Schiff gekommen ist, ne? Das kann nur auf eine Art enden. Aua, hört auf, mich zu schubsen hier. Mann. Au. Ich kann das eigentlich wagen. Ich bin ein Sith Lord. Ich kann es ohnehin nicht gebrauchen. Ja, ihn one-shotte ich jetzt klar. Wurden die Eindringlinge beseitigt? Hallo? Zur allgemeinen Information. Der Feind hat unser Schiff geentert und beabsichtigt, die Kontrolle zu übernehmen. Einen schönen Tag noch. Mein Sound ein bisschen höher gestellt und die Musik ein bisschen runter, ne? So nebenbei, ne? Ihr habt mich vielleicht gefunden, aber ich werde dieses Schiff niemals an euresgleichen übergeben. Alles klar. Das Schiff gehört ganz euch. Ausgezeichnet. Ja, 5 Millionen, mein Gott. Ich mir das leisten kann, boah. Ist vielleicht 0,4%. Executor. So, kann ich mir wenigstens die Informationen anschauen. Der Super ist der Supersternzerstörer ist noch mächtiger als seine zwei Vorgänger. Bitte unseren neuen Captain herzlich willkommen. Sie haben sich auf unser Schiff und in unsere Herzen gedrängt. Da steht nichts von Vaders persönlichen Schiff oder so. Na gut, dann haben wir ja wieder hier ein paar Sachen, ne? Ja, 8 Dinger. Inspizieren wir hier wieder mal, was hier so los ist, ne? So. Ich dachte, erst der Stein wäre andersrum. Wie komme ich da rein? Hier sind eine Menge Batterien. Hey. Ja, nein, nicht umziehen, ne? Au, okay, oben rechts. Oben rechts. Oben rechts, oben rechts. Ich sagen, dieser Part wird hier irgendwie whoop. Höchst beeindruckend. Würde ich sagen, wir machen ja so ein bisschen erstmal hier die Großkampfschiffe, damit wir die auch mal hier fertig haben, ne? So, warte mal hier. Ja, da sehe ich was zum Schießen. Oh, ist ja gar nicht mehr der 501. 1, 2, 3. Alle Besatzungsmitglieder erhalten nach der brutalen Übernahme unseres Schiffes durch unseren neuen Captain saubere Uniformen. Okay, 1, 2, 3, 4 da. 1, 2. Nein, du sollst nicht auf ihn ziehen. 3, 4. Boah. Millisekunde. Jetzt habe ich dich. Starschütze, okay. Okay, cool. Schön. Oh, hey, warte mal hier. Schalter. Okay. Fällt es mal da rum? Boah. Boah. Da. Na, wir sind ja wieder. Daran erinnere ich. Das Schiff steht nun unter neuer Leitung. Ah, wir können es sagen. Die bisherigen Beschwerde- und Anregungskästen wurden ins All katapultiert. Vielen Dank für euer Engagement. Hey, Gott, die Stimme ist so laut, ne? Wahrscheinlich, weil ich hier den Sound nicht so hochgedreht habe. Fantastisch. Und ganz ohne Sand. So, ich gehe irgendwie so nach der Logik. Weil ich, wenn ich den Sound, die Soundeffekte ein bisschen höher mache, dann wird die Musik ein bisschen runtergetont, ne?
Ich habe nämlich gemerkt, hier dieser eine Part, ich glaube Part 57, habe ich gerade gemerkt, dass irgendwie der gesamte Part stumm ist, weil ich halt kopiergeschützte Musik abgestellt habe, ne? Und ich habe irgendwie nicht gemerkt anscheinend, dass bei der Videobearbeitung auf YouTube steht dann immer so, ah, möchtest du dieses Segment rausschneiden? Und dann steht irgendwie so Minute so von so bis dahin, ne? Und ich habe da wohl irgendwie nicht so drauf geachtet, so ich habe da wahrscheinlich nur so gelesen, ah, von Minute 5 bis Minute 5 so und so, ne? 5:21, 5:55 oder irgendwie so, ne? Habe ich wahrscheinlich irgendwie gelesen, ne? Aber was es war wahrscheinlich hier irgendwie so, oh, guck mal hier. Es war wahrscheinlich so Minute 5 bis Minute 55 oder so, ne? Also ja. Wenn der Part ungefähr eine Stunde lang war, habe ich mehr oder weniger so 90% des Parts irgendwie stumm geschaltet. Habe ich nicht gemerkt. Und ja. Also bis der Vegas hat hier erwähnt hat. Und ja, ich bin gerade in dem Moment, den Part nochmal neu hochzuladen. Also bis ihr dieses Video gesehen habt, ist er schon längst wieder hochgeladen worden sein. Ihr werdet von denen allen nichts mitbekommen haben wahrscheinlich, ne? Außer der Vegas. Und ja, ich bin gerade dabei, den Part noch mal neu hochzuladen. Ich habe den alten gelöscht und diesmal werde ich das Urheberrecht nicht abstellen. Ich muss es ja auch eigentlich nicht, ich verdiene ja kein Geld oder so, ne? Ich laufe jetzt hier nicht irgendwie so Gefahr, irgendwie Probleme zu bekommen oder so, ne? Probleme fangen ja eigentlich immer nur an, wenn man irgendwie dadurch Geld verdient, ne? Und dann irgendwie hier kopiergeschützte Musik und so reinschaltet, ne? Selbst wenn man nicht Geld verdient, ist das jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, aber es ist halt das Schlimmste, was einem dann passieren kann, ist irgendwie, dass die Leute irgendwie, die diese Musik gemacht haben, hier reinkommen und sagen, ey, hör mal, wir wollen nicht, dass du das machst, Schuhe wieder abstellen. Ne. Aber sobald du irgendwie 1 Cent davon verdient hast, sobald du Geld damit verdienst, ist das schlimmer, weil dann hast du damit Geld verdient und dann sagen die, hör mal, wir sehen gerade, du hast unseren Song benutzt, ne, unseren kopiergeschützten Song, ne, und du hast damit Geld verdient, ne, also, können wir ja nicht machen, ne, kannst nicht machen, das ist illegal, ne. Und für, hey, warte mal, ist das letztes Mal stehen, ne, Quatsch, ich habe den noch ein paar Mal nicht so, treffen wir uns wieder. So ein Zufall, dich hier zu treffen. Keine Sorge, ich bin nicht in Gefahr. Ich sehe mich nur mal um, weil ich herausfinden will, ob Sternzerstörer wirklich Sterne zerstören. Noch bin ich nicht sicher. Und dann geht er einfach. Okay, habe ich gar nicht dran gedacht, genau. So, aber hier sind wir noch nicht fertig, ne? Boah, jetzt werden die mir auch hier die ganze Zeit angeleuchtet, ey. Genau, dann sollte ich mal vielleicht denken, ne? Der ist wahrscheinlich in jedem, auf jedem Planeten und jedem Schiff, ne? Also ja, ich muss den Sound eigentlich nicht runterstellen, weil wie gesagt, ich verdiene kein Geld dadurch. Ich habe gerade irgendwas dahinter kaputt gehauen, glaube ich. Weil ich verdiene dadurch kein Geld, deshalb bin ich noch auf der halbwegs sicheren Seite, ne, so ein bisschen. Aber ich mache es trotzdem so nebenbei, ne, einfach nur um ganz sicher zu gehen. Und ja, dann passieren halt solche Fehler, ne. Aber ich beim nächsten Mal dann nicht. Ich werde jetzt nicht den ganzen Part hier löschen und stumm schalten. Oder kannst du vergessen. Ich werde einfach nur nicht mehr die Cantina-Musik einschalten, weil daran lag das wahrscheinlich, ne? Ich habe die Cantina-Musik angeschaltet und dann hat das Spiel halt gedacht, so hör mal. Was irgendwie komisch ist, weil sonst hat das irgendwie nie rumgespackt bei der Musik, glaube ich. Das war zu einfach. Androide von dem an. Aber ja, wisst ihr Bescheid, ne? Warum das hier manchmal so stumm ist bei einigen Sachen, ne? Für ein paar Minuten, nur ein paar Sekunden. Ich habe einfach nochmal den Sound halt hochgestellt und die Soundeffekte und die Stimmen alles hochgestellt und die Musik dafür runtergestellt. Deswegen ist die Stimme von dieser Frau jetzt gerade auch wahrscheinlich so laut, ne? So, hey, den habe ich in Lego. Oh, ich weiß nicht, ob das die teurere Version. Ich war heute mit meiner Mutter nämlich unterwegs. Wir waren irgendwie so, weil nicht Geburtstags einkaufen. Wir kaufen immer für uns immer hier Geburtstag, ne? Und wir sind aber nur für mich gegangen. Irgendwann
nächste oder übernächste Woche gehen wir für meine Mutter, ne? Und wir kaufen uns einfach unsere Geschichte, unser Geschenk hier so live, ne? Also wir laufen irgendwie so durch so einen Laden und einer von uns sagt so, ich möchte das, und dann kauft der andere die Person das, ne? Und dann geben wir uns das hier zur Geburtstag und dann tun wir voll überrascht sein. Oh, ich frage mich, was das ist. Oh, danke schön. Ja, haben wir so für uns herausgefunden, funktioniert so für uns, ne? Wir müssen jetzt auch nicht, wir kaufen uns natürlich nur hin und wieder auch noch so relativ so Kleinigkeiten so nebenbei noch, ne? Aber wir haben halt irgendwie so Glück, dass wir beide irgendwie so halbwegs nah einander Geburtstag haben. Okay, hier ist was. Meine Mutter hat irgendwie nur so einen Monat nach mir Geburtstag, von daher ist das jetzt. Gehen wir meistens immer so unterwegs und kaufen uns. Und ich habe schon gesehen, was ich zu Geburtstag bekomme. Ich habe mir nämlich, wir sind hier nach so einem. Oh. Dass der morgige bringt euer Haustier mit zur Arbeit Tag nach dem tragischen Borg-Vorfall im letzten Jahr abgesagt ist. So, aber da ist nur ein Ding. Und wir sind irgendwie zu so einem. Unser neuer Captain ist eingetroffen. Und ich habe mir sozusagen, wir sind in so einen Spielzeugladen gegangen und weil ich habe mir irgendwie so eine Lego-Vitrine habe ich mir ausgesucht. Irgendwie passend die ja gerade. Ne? Ich bin ja irgendwie so nebenbei hier so Sturmtruppler und Klontruppler hier am Sammeln. Ne? So, ich sehe jetzt aber nicht, was von der Reihenfolge oder so ist, ne? Oder wer für was ist. Wo soll ich denn jetzt wissen, welcher Knopf jetzt für was, oder sind hier nur zwei? Hier sind nur zwei, ne? Ja, das ist einfach. Also 3 und 2 war das, ne? 2 und 3. Jetzt fragt sich nur, welcher ist, ne? Oh nein, hier sind noch mehr. Und ja, ich habe mir so eine Vitrine ausgesucht für so Lego-Figuren. Da kann man, das ist irgendwie so eine Vitrine, die du so an der Wand hängen kannst, und da kannst du irgendwie so Figuren reinstellen, ne? Kannst du ja beleuchten und so, sah richtig schick aus. Und ja, die habe ich mir für meinen Geburtstag ausgesucht. Und jetzt muss ich halt noch so eine Woche warten, bis ich das halt bekomme, ne? Also, weil ich halt, ja. Da ich mir auch irgendwie, weil nicht, da gibt es irgendwie so ein Set mit dem Mandalorianer hier, so ein Mandalorianer Lego Set. Da wollte ich mir schon längst vorher immer holen, aber das ist immer so 15 €. Und da ist nur eine Figur drin, ne? Also der Mandalorianer und Grogu. Und ja, ich finde, für 15 € ist das doch schon ein bisschen happig. Und so ein kleines Schiffchen, in seinem persönliches Schiffchen in Miniform. Was ich nicht haben will. Ich will eigentlich nur die Figuren, ne? Also ich saß dann da. Ich bin schon oft daran. Oh, da ist ja noch was. 4. Ich bin da schon oft vorbeigerannt. Hab mir gedacht, so, boah, das will ich eigentlich schon haben. Also eigentlich nur wegen dem Mandalorianer, aber ich will ja so mandalorianische Lego-Figuren ja so mit mandalorianischen Rüstungen und so was hier holen, ne? So, 4, 2 und 3 dann, ne? Genau, welcher ist welcher, ne? 2. Ja, wie gesagt, für mich waren das irgendwie 15 € für 2 Figuren und ein Schiff, das ich nicht haben will, war mir ein bisschen zu happig. Aber ja, da hat ja auf die Kosten meiner Mutter geht. Und das ein Geburtstagsgeschenk ist, habe ich gedacht, so ja, okay. Damit kann ich leben. Ich kann es ohnehin nicht gebrauchen. 3. Das muss ich halt alle Kombinationen ausprobieren, ne? 4 und 2, ne? Heute wird in der Kantine ein neuer Kettenteller serviert. So. Frittierter Gork. Also. Es ist ein bisschen komisch, sich irgendwie selber irgendwie Geschenke zu kaufen, ne? Oder gegenseitig Geschenke zu kaufen, wenn der andere dabei ist, aber für uns funktioniert das so und ja, wir sind beide zufrieden damit und wir wissen dann auch halt, wir wollten das, ne? Also, weil wir das halt ausgesucht haben, ne? Meine Mutter wollte irgendwie hat irgendwie so eine Tasche irgendwie hier, hat die geguckt. Hat dann aber keine mitgenommen dann. 2
Naja, so funktioniert das. So müssen wir halt nicht hoffen, dass der eine für den anderen irgendwie was kauft, was der nicht wollte, ne? Und ja, sind alle glücklich. Nur Überraschung geht halt blöden, aber damit kann man leben, ne? So, wortwörtlich die letzte Kombination, die ich ausprobiert habe, hat funktioniert. Das gibt's nicht. Boah. Jetzt habe ich dich. Woher soll ich denn herausfinden, welche für welche Seite ist? Das war die 3. 3. Oh, okay, ich verstehe. Weil das war, okay, das war nämlich in die Richtung, deswegen ist das an der Wand, ne? Das war in die Richtung, deswegen diese hier, ne? Und der hier war in die Richtung, also der da, alles klar. Okay, aber man kann es ja auch so schaffen anscheinend, ne? So, boah. Gut, dann haben wir hier auch der Executor, boah, 84. Auch alles eingesammelt, ausgezeichnet. Hier gibt es keine Quest anscheinend, ne? Und ja, was ich dann machen werde, ist, ich werde wieder hier durch die Gegend fliegen und versuchen, weitere Schiffe hier freizuschalten, ne? Und ja, machen wir das. Ja, kein Problem. Und ja, ich werde jetzt hier wieder eine Raumschlacht machen oder so lange Raumschlachten machen, bis hier irgendwie die Schiffe wieder spawnen. Ich weiß ja nicht, wodurch die spawnen. Aber es hat ja irgendwie so funktioniert, ne? Und ja, dann gehe ich noch mal zu einigen anderen Schiffen, gucke oder Planeten. Ich weiß nicht, ob das mit dem Planeten zusammenhängt oder den Charakter, den man steuert. Ich dachte, ich hätte es irgendwie so herausgefunden, aber anscheinend war es nicht der Fall. Und ja, gut. Was kann man hier noch so hochleveln? Ja, bonk. Und oben. Die werden auch irgendwie Prozentzahl. Nö. Gut, also ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Raumschlacht, wenn ich ein neues Schiff hoffentlich freigeschaltet habe. Bis gleich. Boah. Kreuzer der Mon Calamari. Ich habe noch nicht mal was hier erledigt. Ich war gerade angeschossen. Boah, okay. Komm mal her. Das kann nur auf eine Art enden. Alles klar, cool. Ich habe noch nicht mal irgendwas hier erledigt bisher. Ich bin einfach nur hier nach Dings gegangen, nach wo sind wir ja gerade? Yavin 4. Ich bin noch nicht mal. Ich habe noch nicht mal irgendwas hier kaputt geschossen. Der Ding ist schon gespawnt. Ich habe nur meinen Executor gerade. Calamari-Kreuzer im Dienst der Galaktischen Republik. Bereitet euch darauf vor, im Namen der Demokratie abgeschossen zu werden. Demokratie, Helldiver, ne? Diese reden auch die ganze Zeit über Demokratie. Mein Gott, ich muss ja alles mit Dinger kaputt hauen. Oh Gott. Ah, könnte ein bisschen dauern, ja? Also cool, ja. Man kann man machen, ne? Einfach hier direkt das Ding spawnen. Ich habe eigentlich nur mit den Sternzerstörer gerade entfernt, den wir hier gerade erkundet haben, und bin in den Gebiet hingegangen und auf einmal ist hier so ein Ding gespawnt. Also ich verstehe nicht, was genau die Mechanik hiervon ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Da kann ich das nicht kaputt machen? Nee. Ich muss dafür... Da müsste man auch diese Dinger hier spawnen, ne? Also... Ich kann ja nicht kaputt schießen, wenn ich hier keine Torpedos bekomme. Ah, könnte ja voll lange dauern, habe ich so viel. Keine Ahnung, vielleicht hat das irgendwas mit dem Charakter zu tun, nämlich... Ich glaube, es hat irgendwie was mit dem Charakter zu tun, den ich am Steuern bin, ne? Weil ich sonst immer mit guten Charakteren durch die Gegend fliege wahrscheinlich. Jetzt bin ich ja mal die ganze Zeit mit Darth Vader, einem bösen Charakter, unterwegs, ne? Jetzt kommen auf einmal die ganzen neuen Schiffe. Also ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber cool. Habe ich nichts dagegen, ne? So, so, nein, ich habe den auch damit erledigt. Nein, hätte ich einen sparen können. Ja, guck mal, voll die Kettenreaktion. So, mehr. Ich brauche mehr. Ist er kaputt. Toll. Okay, jetzt scheint relativ viel zu sein. Oh Gott. Könnt ihr euch eure Zeit nicht anders vertreiben?
So, habe ich überhaupt den einen Typen gekauft hier, den letzten Admiral hier? Konnte man ihn überhaupt kaufen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht, ne? Da sind meine Triebwerke kaputt. Kaputt, jetzt brauche ich wieder Torpedos. Komm her, du Stück. Ja, aber komm her. Jetzt sogar tatsächlich kommen, mein Gott. Ja, was ist das? Was ist das? Ausgezeichnet. Yeah. Oh, das Ding ist kaputt gegangen. Warte mal, ist das nicht ein Ding, das ich noch nicht hatte? Hallo? Wollte das eigentlich kaufen? Oh, okay, war gar keiner, alles klar. Boah. Boah. Ich dachte, ich hätte jetzt ja was gefunden. Boah. Dann gehen die Raumschlachten eben weiter. Oh. Ah, Venator. Alles klar. Oh. Wir sind ja gerade über Coruscant. Ich habe mich schon gefragt, Venator sah aus wie so ein Sternzerstörerwagen, habe ich dran gedacht. So, ah, warte mal, Venator könnte ja auch Dings sein hier. Die Republik, weil die haben ja auch ähnliche Schiffe gehabt, ne? Okay, cool. Dann gehen wir mal da rein. Gehen wir mal rein mit. Ich bin Luke Skywalker. Wie mein Vater vor mir. Wir kämpfen ja gegen die Republik, ne? Warum kann ich jetzt den Charakter nicht wechseln? Oh, habe ich Leia Episode. What? Nehmen wir mal, weiß nicht. Wenn er mal schon lange bei Anakin Episode 3. Nein. Ich weiß nicht, warum ich nicht Dings spielen kann, ja. Aber mit dem Schiff zu tun. Weil nicht. Boah, was ist denn hier los? Warum kann ich nicht zu Anakin wechseln? Was soll das? Dann gehen wir wieder nach mit Vader hier. Dann wir nehmen wieder mit Vader um. Dann machen wir weiter mit Vader hier einige Schiffe unsicher. Ich war ein paar von euch kalt. Guck mal, wie klein das hier ist im Vergleich zu der Executor. Ja, ich bin der Böse. Ja, ich bin der Böse, ne? Und so. Und so wird ein Schuh draus, ne? Welt ist schwarz und weiß, meine Freundin. Wir haben Gesellschaft. Wo seid ihr alle? Muss ich euch erledigen? Ja, ne? Ja, mich so stark schiffen, ne? Also müsst ihr mit hier Leuten kommunizieren, ne? Wo seid ihr alle schon wieder? Boah, das ist schon wieder genau das gleiche wie damals mit der unsichtbaren Hand. Ne? Das wird wieder alles angezeigt, weil ich abschießen muss, aber. Ha, das ist der Witz, ne? Oh nein. Ich habe keine Zeit dafür, die richtigen Flotte bezwungen Formulare einzureichen. Ich komme da jetzt da rein.
kann übernommen werden. Wir wurden geändert. Das Ende ist nah. Ich meine, bleib stark und verteidig das Schiff. Bing. Okay. Hallöchen. Die Republik steht für Gerechtigkeit und Frieden. Wer sich uns widersetzt, muss gestoppt werden. Okay. Vorbereitet zum Angriff. Ah, guck mal hier. Boah, warum habe ich denn schon wieder... Mal geben wir eine Sekunde. Hallo Vater. Mein Sohn. Es ist schön, dich zu sehen. So, nichts zu sagen. Das wird nicht lange dauern. Aua. Boah, ich habe gerade Dings gewechselt, ey. Du wirst die Macht werden. Okay, ich dachte, vielleicht haben die irgendwie eine Interaktion miteinander. Weil halt die gleichen Leute sind, ne? Was Anakin und Darth Vader sind die gleichen Leute. Ich sehe gerade, ich muss hier irgendwo hin. Ich kann mich noch nicht mit euch hier aufhalten, hallo? Ich muss direkt zum Dings gehen. Komm ich da hin? Der schnapp ich mir. Nicht da lang, da lang. Raus im Weg. Na warte, wo bist du? Er hat schon ein geiles Ding, so ein Schiff hier zu kapern, ne? Ja, sieht ja fast genauso aus wie der Executor. Admiral Image. Oh ja, stimmt. Ich werde immer mächtiger. Ihr habt keine Chance. Ich meine Knarre oder so, alles klar. Ups, sorry. Ich glaube, Vader gestorben. Wie? Ich darf nicht erneut versagen. Weil das ja mal ein Schwert rausgeholt, ein Schwert, eine Knarre. Ich habe ein Schwert. Das ist sehr gut drehen. Ah, gibt's hier irgendwas zum Werfen? Ich will die ganze Zeit auf sie werfen. Hey, da pass auf! Ich steck dir so eine. So eine Klopapierrolle durchs Gesicht, so wie er gerade ausschaut. Ja, frag dich. Du musst das Ding schon benutzen, ne? Sonst. Die Schiffe sind teuer, wisst ihr? Boah. Die wahren Verlierer hier sind die Steuerzahler der Kernwelt. Da ist jetzt mein Schiff. Ausgezeichnet. Das ist jetzt unser Schiff. Captain, ihr seid yay. Großartig. Skywalkers for the win. So. Jetzt sehen wir nur noch Steadfast und Fulminatrix. Die sagen mir jetzt nichts vom Namen her. Aber die werde ich schon auch irgendwann finden. Ne? Ah. Sagen wir jetzt wieder irgendwie so was? Hey, guck mal. Pff. Das war interessant. Einfach. Das behalte ich. Ja, ey, mein vergangenes Ich. Das hast du gut gemacht. So, Kabel. Druide. Wie, ich habe noch einen Druiden. Habe ich doch. Ha, okay. Bonk. Okay.
will diesen Schrei wieder hören. Dann haben wir ja schießen irgendwo. Oh ja. Oh. Wow, ich wusste gar nicht, dass das geht. Das zeige ich dem Rat. Vielleicht geben die mir dann endlich einen Sitz. Man kann mehrere Ziele haben gesehen, da wusste ich gar nicht damit. Boah. So, warte mal hier. Neuer Captain, neuer Tag. Alle Besatzungsmitglieder erhalten nach der brutalen Übernahme unseres Schiffes durch unseren neuen Captain saubere Uniformen. Mach mal das kaputt. Kann ich da drücken von hier aus? Ja. Wollte schon sagen, ich gehe doch nicht da hoch, hallo? Interessant. Das behalte ich. Ist eigentlich ein Dialog hier zwischen... Sieh einer an. So trifft man sich wieder. Das Vergnügen ist ganz auf deiner Seite. Klang irgendwie so, als wäre irgendwie so ein Dialog von der Serie, also Kenobi. Ne? Anstatt irgendwie so, oh, der Kreis schließt sich. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich nur der Lehrer. Ein seltsames kleines Ding. Jetzt bin ich der Meister. Nur ein Meister ist bösen. Da. Wir haben die so eine Rentner-Battle. Also auch irgendwie was hier irgendwie voll kritisiert wird, ne? Die Kampfszenen, ja, die Choreografie in den Kämpfen von den neueren Episoden ist nicht so gut, ne? Ganz ehrlich, zu so einem ganz bestimmten Punkt lange her, sollte ich sowas gesehen habe. Habe ich sogar nicht mal ein Problem damit, weil ich meine, es ist ganz offensichtlich, woran es liegt, ne? Weil halt die Prequels, die halt Nächte, die haben irgendwie so Leute irgendwie so angeheuert für die Choreografie und alles was, ne? Die haben sich halt, die wollten halt bessere Choreografie, ne? Deswegen haben sie irgendwie so Leute angeheuert, ne? Und ja, Ewan McGregor und Hayden Christensen, die haben ja auch hier wie blöde ja immer trainiert die Choreografie, ne? Also ist klar, bei denen das viel besser aussieht, ne? Aber meine In-Lore Erklärung für das alles ist immer, dass in den Prequels, da war ja noch hier, da gab es ja noch mehr Jedis, ne? Und die Jedis, die waren halt alle offiziell ausgebildet. Sie haben sich noch im Krieg befunden, mehr oder weniger, ne? Deswegen waren die noch halt kampferprobt, ne? Also ich kann mir noch halt vorstellen, deswegen macht es für mich auch irgendwie Sinn, dass das irgendwie, weil ich hier so ein Kampf zwischen Vader und Luke irgendwie so unprofessionell aussieht, also jedenfalls von Lukes Seite aus, ne? Weil ich halt, weil der Typ halt irgendwie keine Kampferfahrung hat, der weiß halt nicht, wie man kämpft, weil er halt mit niemand anderen kämpfen kann, ne? Während die Obi-Wan und Anakin und so, die trainieren halt hier natürlich so in Lore, ne? Während der Geschichte. Also macht natürlich Sinn, dass die irgendwie sehr viel besser aussehen beim Kämpfen, ne? Also das wäre so meine In-Lore-Erklärung dafür, ne? Das erinnert mich an früher. Und dann hast du irgendwie so Rey und Kylo Ren, ne? Und an wen sollen die bitteschön ihr Lichtschwert kämpfen üben, ne? Es ist jetzt nicht so, als könnten die irgendwie mit anderen Lichtschwert Kämpfern irgendwie mit Jedis oder mit Sith irgendwie so trainieren halt, ne, sag ich mal, oder untereinander oder irgendwie sowas, ne? Deswegen macht es irgendwie Sinn, dass die irgendwie voll unprofessionell aussehen beim Kämpfen, ne? Aber insgeheim weiß ja sowieso jeder, woran das liegt, ne? Also die wollten halt nicht irgendwie, weil nicht Geld für Choreografie oder so ausgeben oder so, oder die dachten halt, das wäre nicht wichtig, ne? Aber das ist immer so meine In-Lore-Erklärung halt, ne? Weil die Prequels haben halt während eines Krieges gespielt und so, und die Jedis waren halt sehr viel aktiver und es gab halt mehr von denen, also dementsprechend konnten die halt besser mit Lichtschwertern kämpfen, ne? Weil die untereinander trainiert haben und ausgebildet worden sind und so, ne? Aber bei
Deswegen macht es auch Sinn, dass irgendwie Luke jetzt sich irgendwie so professionell aussieht oder so. Bei Vader kann man auch noch so, wenn man sich ganz weit so ein bisschen stretcht, irgendwie sagen, dass er schon ein bisschen älter ist. Dass er deswegen halt nicht mehr so, weiß ich nicht, so episch kämpft wie in Episode 3 oder so, ne? Also keine Ahnung. Man kann sich dann alles mal so ein bisschen zurechtreden, ne, wenn man unbedingt will, ne, auch wenn man weiß, ja, die Gründe davon waren offensichtlich, ne, die haben halt nicht irgendwie da gesessen und trainiert, so wie Evan McGregor und Hayden Christensen, welche hier irgendwie monatelang ihre Choreografie irgendwie geübt haben und so, ne, bevor die gedreht haben, ne. Was für ein seltsames kleines Ding. Ich habe sogar gehört, irgendwie hier, als hier Evan McGregor, also Obi-Wan und Darth Maul, der Schauspieler von Darth Maul, ihren Kampf irgendwie hier gemacht haben, ne? Also diesen Zweierkampf, den sie ganz am Ende in Episode 1 gehabt haben. Angeblich sollen die beiden sogar viel zu schnell für die Kamera gewesen sein. Ich bin alt. Und die mussten ein bisschen langsamer kämpfen. Da muss ich ja mal vorstellen, ne? die haben so gut ihre Choreografie studiert, dass die halt die sind so schnell mit ihrer Choreografie gewesen, ne? Ich wollte schon sagen, die waren halt so schnell am Kämpfen, weil die halt so oft ihre Choreografie trainiert haben, ne? Dass die Kameras, oh, wir haben schon alles cool. Dass die Kameras irgendwie da war zu schnell für die, ne? Deswegen mussten die langsamer kämpfen. Da muss ja mal geben, ne? So, da war jetzt ehrlich gesagt weniger Zeit, als ich gedacht hätte. Ich habe immer noch so 10 Minuten Zeit, glaube ich, ne? Dann kann man ja irgendwie nur so eine Quest machen oder so, ne? Mal schauen. Wookie. Bevor ich den vergesse. Der ist doch bestimmt auch wieder hier, ne? Ne? Okay, ich habe jetzt nicht gewusst, dass ich schon alle Dinge habe, ne? Also weiß ich nicht, was ich als nächstes mache. Vielleicht noch ein Großkampfschiff, wenn ich eins finde, ne? Ich weiß es nicht. Können wir mal machen. Wo ich nicht genau. Aber ja, guck mal, ne? Ob ich nur einen finden. Also, diese Stimme geht mir ein bisschen auf den Nerven. Ne? Die unterbricht mich die ganze Zeit. So. Ah ja, cool, dann suche ich noch mal irgendwie so ein Großkampfschiff, ne? Fehlen noch zwei, ne? Ich nehme an, ich kann die beiden schon freischalten. Fulminatrix. Lass mich mal kurz bei Google schauen, was die Fulminatrix nochmal jetzt hat. Sagt mir was, aber Star Wars. Ich habe mir letztens irgendwie, also Coruscant habe ich mal geguckt hier. Ich wollte mich mal irgendwie so gucken, da gibt es ja irgendwie so. Oh, das ist ein imperiales Schiff, glaube ich, ne? Oh, der ersten Ordnung. Ah, okay. Ja, ich habe ja letztens bei Google irgendwie so eingegeben, hier so die einzelnen Ebenen von Coruscant. Da habe ich mich mal irgendwie so interessiert, ne? Die unteren Ebenen von Coruscant, da sind irgendwie so. Coruscant ist ja auch noch so riesige Platten, die irgendwie so gebaut. Da habe ich mir irgendwie so guckt, so was über den ersten Ebenen und so, weil es ja bekannt ist, ne? War interessant. Anscheinend kann man da nicht leben. So, ich weiß nicht, ich schaue mich jetzt noch mal nach ein Schiff um, ne? Wenn ich eins finde, dann schalte ich euch wieder rein. Also bis gleich. So, kleines Update. Ich habe ein paar Raumschlachten wieder gemacht für eine halbe Stunde ungefähr. Und ja, ich dachte, ich hätte es herausgefunden, wie es funktioniert, weil es steht sogar ehrlich gesagt hier drin, ne? Und zwar Großkampfschiffe, ne? Da steht, dass die mal hin und wieder auftauchen können, ne? Großkampfschiffe, die du noch nicht freigeschaltet hast, erscheinen in grünen Konfliktzonen. Wenn die bereits freigeschalteten roten Zonen und Steinbonus geben, ne? Das haben wir mittlerweile mitbekommen, ne? So, jetzt steht hier, wartest du auf ein Großkampfschiff? Jede Art von Großkampfschiff erscheint jeweils in einer bestimmten Gegend der Galaxis, ne? Und wenn du mal keins siehst, such dich woanders um, ne? So, nach der Logik habe ich mir angedacht, mit Gegend meinen die hier dieser ganzen Sektor, ne? So. Es gibt 9 Kampfschiffe, ne? 9 Großkampfschiffe, ne? Und es gibt 9 Sektoren. Also müssen die damit die Sektoren meinen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne? Und ich habe mir jetzt
Ich wäre jetzt in jeden Sektor einmal eingegangen und habe so lange da geballert, bis da ein Großkampfschiff kam, ne? Und ja, die einzigen Gebiete, und ich habe mir dann jedes Mal notiert, wenn irgendwo ein doppeltes aufgetaucht ist, weil ich dann irgendwie angedacht habe, alles klar, in dem Sektor habe ich schon das Schiff, also muss ich in einen anderen, ne? Jetzt sind mir zwei übrig geblieben, einmal hier die westlichen Gebiete und einmal hier das hier, ne? Und ja, ich bin jetzt gerade im westlichen Gebiet und da ist wieder ein doppeltes gespawnt, also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, obwohl er wortwörtlich so gesagt hat, hier in Camino soll angeblich auch noch ein neues auf mich warten, also gehen wir mal dahin, aber das spawnt irgendwie nichts. So, ich bin jetzt in wortwörtlich, mir fehlen da noch zwei Schiffe, ne? Und keine Ahnung, ein Camino soll eigentlich auch ein spawnen, nehme ich an, ne? Aber er tut die ganze Zeit gar nichts spawnen. Ich bin jetzt schon in einer Raumschlacht hier in die andere reingegangen, ne? Und da tut die ganze Zeit nichts spawnen. Also ich weiß nicht, wo das liegt. Und er scheint irgendwie nicht nach Sektoren zu gehen, weil, wie gesagt, ich habe mir jetzt jeden Sektor jetzt hier notiert, ne? Und gesehen, aha, da kommt was Neues, da kommt was Altes. Also muss ich mich irgendwo anders umschauen, ne? Aber irgendwie funktioniert das nicht. Also bis, ich glaube, im nächsten Part muss ich mir dann wahrscheinlich, so, da müsste jetzt was Neues sein. Ne, ist wieder das Gleiche. Also ich verstehe nicht, was die genau damit meinen. Also. Also ja, ich weiß nicht genau, was die damit meinen. Also ich werde mir jetzt die Gerüchte wiederholen. Das heißt, da gibt es schon wieder ein paar gelbe Dinger, ne, die hier erscheinen, ne, die ich da nicht wegkriege, ne. Aber was soll man machen, ne? Ich weiß nicht, wie ich die finden soll. Also ja, hier Kaufmerkgerücht. Mache in Episode 8 die letzten Jedi mehr Fortschritt. Habe ich. Kantonika, Exagoi, Jako, Pasana. Da bin ich gerade gewesen. Das Spiel nimmt mich auf den Arm. Okay, ja, okay, da habe ich vielleicht mir schon gedacht irgendwie, weil das ja eins von diesen Schiffen ist ganz am Ende, ne? Weltraum über Genosis, nein. Also ja, jetzt weiß ich wenigstens halt, wo die sind, ne? Aber Kantonika, Exagol, Jako, Pasana. Ich bin da gewesen. Das ist welches Gebiet? Jako, die Interior. Das habe ich mir notiert. Das ist das dritte Gebiet, das ich abgesucht habe. Also ja, keine Ahnung. Wir werden mal beim nächsten Mal sehen, ne, wie das abläuft, ne? Ich gehe da noch mal. Sehe ich euch vielleicht am Anfang des nächsten Parts, ne, wie ich das dann hier vielleicht zum Spawn kriege oder nicht. Und ja, mal schauen, ne? Wir müssen sowieso noch Episode 9 durchspielen, um das andere freizuschalten. Also ja, kann ich sowieso noch nicht schaffen. Also heben wir uns das auf, nehme ich mal an. Ne? Das heißt jetzt, nachdem ich die freigeschaltet habe, werden die wahrscheinlich wieder blinken, ne? So wie sonst die Sachen auch immer. Also das ist schon mal nervig, aber was soll man machen, ne? Oh ja, gut, ich sag dann einfach, ich habe genug vom Fliegen für heute. Ich bin so oft jetzt hier geflogen in dem Spiel heute. Ich habe die Schnauze voll. Also ich danke schön fürs Zuschauen. Das war's für den Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Dreo. Ausgezeichnet.